1:1. Spielgemeinschaft Großwalsertal gegen die 2:1 in Führung. Spielgemeinschaft Hochmonter von gleich aus zu 2:2. Spielgemeinschaft Großwalsertal geht mit 3:2 in Führung. Spielgemeinschaft Hochmann davon, 3:3. Es geht im K.O.-System weiter. Jede Mannschaft wird immer einen Schützen. Bis alle Schützen durch sind. Kein Spieler schießt doppelt, außer es geht noch etwas länger. Es bleibt beim 3:3. Die Spielgemeinschaft Großwalsertal gewinnt 4:3.